So, good morning, ladies and gentlemen. The first panel is already getting ready. That's very good. I would like to welcome you on behalf of Heinrich Böll Stiftung to this conference, Option for Peace in Afghanistan. My name is Jost Pachali. I'm Senior Program Manager here at Heinrich Böll Stiftung and in charge of our work in South Asia. And I would like to welcome you here in our building. Maybe just one organizational remark at the beginning. We originally thought that we would have the conference completely in English. But now we just decided that the English speakers will speak English and the German speakers will speak German, and you can get your headphones if you need translation in one or the other side. So please, if you need it, please get your headphones and then we can start. I will already start here with a few welcoming remarks. And give a short introduction into the topic of the conference. But first of all, before this, I would like to welcome our panelists. It's really a great pleasure to welcome the representatives from civil society organizations of Afghanistan who accepted our invitation despite the difficult visa situation in the country. We are very glad that you made it to come here. We also invited some representatives of the Afghan government, and we invited much more women because we wanted to have their views on the elections and on the peace process. But unfortunately, the representative of the government, who is also mentioned in your program, Mr. Siddiqui, could not make it. And as you can see, we also have only one female speaker, but we are very glad that you are here and can tell us about the perspective of women on these two issues. The reason for all these difficulties getting speakers from the Afghan side here to Germany is basically that the German embassy is not fully functional in Kabul, and that particularly the consular section is not working. I very much hope that this situation will be overcome soon, because it would ease a lot this type of exchange between Afghanistan and Germany in the future. Of course, I would also like to thank the representatives of the German Foreign Office, the Parliament, and the academia to join this discussion. I'm really glad about this high-level representation, since Germany is a very important player in the political process in Afghanistan. We invited you to this conference to discuss the outcome of the presidential elections and the status of the peace negotiations, and it was in this context very important for us not only to involve German experts and decision makers, but to give representatives of the Afghan society the opportunity to present their views. And so I'm glad that we have a number of Afghan people here on the panel and in the audience. The presidential elections, as you know, were held on September 28. Unfortunately, the results have not been published yet. But still, we think it is very important to look in the first panel at the elections and to see what kind of impact they will have on future peace negotiations. This, I think, is particularly important since President Rani said beforehand that a new government is needed to get a lot of legitimacy for the peace negotiations. After many years of conflict and countless victims, this year saw a glimpse of hope for peace with negotiations between the Taliban and the US and the Doha meeting between Taliban and representatives of Afghan society in July. Although President Trump declared these US-Taliban talks as dead at the end of September, there are now signs that these talks will be resumed in the future. That's why we will go in the second panel into the discussion about these peace talks and the negotiations, and we would like particularly to look at the role of the Afghan government, civil society, and the involvement of the international community. The discussion will be moderated by Christian Jakob from TAZ. I'm very glad that you took this difficult job. And he will immediately start with the first panel. Around 11, we will have a coffee break for half an hour, and we resume at 11:30 for the second round on the peace negotiations. Finally, I would like to thank my colleagues, Zia Mobalek, Gitanjali More, and Fabian Heppe for their efforts in making this conference
possible. They contributed a lot in terms of the design and implementation, and I'm extremely thankful because it was, I can tell you, not easy to get this thing together. Thank you very much from my side, and now I would like to give the word to Christian for the moderation. Thank you very much. Ja, vielen Dank, Joost. Guten Morgen, herzlich willkommen auch von mir. Christian Jakob ist mein Name. Ich bin Redakteur bei der TAZ. Ich moderiere die beiden Veranstaltungen heute Morgen. Es ist ein Jahr her, dass wir hier an dieser Stelle die letzte Veranstaltung zu Afghanistan hatten. Das war damals eine Konferenz zu Abschiebungen in ein vom Krieg geschütteltes Land aus Deutschland. Und seitdem ist einiges weitergegangen. Die Abschiebungen beispielsweise. Zum letzten hat Deutschland am 7. November 36 Männer nach Afghanistan abgeschoben. Das war die 29. Abschiebung seit 2016, insgesamt 756 Menschen. Die politische Situation hat sich indes durchaus geändert. Es ist eine Zeit von großer politischer Dynamik. Man hat es in dem Titel schon gesehen. Wir werden zwei der wichtigsten Ereignisse der jüngeren Vergangenheit heute diskutieren in den beiden Podien. Zum einen die Präsidentschaftswahlen und zum anderen die zwischenzeitlich unterbrochenen Verhandlungen zwischen den USA und den Taliban über einen Truppenabzug. Darum geht es in dem zweiten Panel. Im ersten werden wir über die Wahlen sprechen. Wir hatten es schon gesagt, eigentlich hätten sie im April stattfinden sollen. Sie sind in der Zwischenzeit zweimal verschoben worden auf den 28. September. Als sie stattgefunden haben, haben die Taliban hunderte Anschläge für sich reklamiert, haben von falschen Wahlen gesprochen, davon, dass sie gescheitert seien. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass die Wahlbeteiligung wohl außergewöhnlich niedrig gewesen ist. Wahlbeobachterinnen und Wahlbeobachter haben schwere Sicherheitsprobleme, aber auch technische Probleme beklagt. Und vor allem ist nach wie vor offen, wie die Wahlen ausgegangen sind. Die jüngste Nachricht dazu war, dass Ergebnisse möglicherweise am kommenden Donnerstag bekannt gegeben werden. Darum soll es jetzt gehen mit dem Podium und ich begrüße dazu als erstes Thomas Ruttig, von mir aus gesehen ganz links. Thomas Ruttig ist ein Kollege einerseits, ist Korrespondent für die Tageszeitung und gleichzeitig aber auch einer der führenden Afghanistan-Experten, beispielsweise einer der Mitbegründer des Afghanistan Analyst Network, hat seit 1988 viele Jahre in Afghanistan verbracht und von 2006 bis 2008 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu Afghanistan geforscht und gearbeitet. Von mir aus gesehen rechts neben mir, Konrad Schetter ist ein Friedens- und Konfliktforscher und seit einiger Zeit Direktor für Forschung beim Bonn International Center for Conversion. Herzlich willkommen. Links neben mir, Alias Wardak, ist Ingenieur und war politischer Berater des Ministeriums für Finanzen in Afghanistan für Energie und regionale Kooperation. Und Alias Wardak hat die NGO Axis of Commitment gegründet. Und diese NGO versucht vor allem die Bevölkerung im ländlichen Raum in Afghanistan in den politischen Prozess zu integrieren. Und ganz rechts von mir aus gesehen, Masud Karakweil, ist Direktor und Mitgründer der NGO The Liaison Office. Das ist eine Friedenssicherungs- oder friedensschaffende NGO, die versucht, den Zugang zum Recht und Good Governance voranzubringen in Afghanistan. Und vorher hat er mit der Schweizer Friedensstiftung gearbeitet, um das afghanische Zivilgesellschaftsforum aufzubauen. Herzlich willkommen auch Ihnen. Thomas Ruttig, in einer ersten Analyse der Wahl am 28. September haben Sie in der Tageszeitung geschrieben, die Wahlen sind ohne die erwartete schwere Gewalt über die Bühne gegangen. Ist das das einzig Gute, was man darüber sagen kann? Nein. Funktioniert das? Okay. Nein, das ist nicht das einzige Gut, was man darüber sagen kann, aber es gehört mit zum Besten, was man darüber sagen kann, weil es geht immerhin um Menschenleben. Diese Aussage habe ich, glaube ich, damals auch relativiert, denn es war immer noch der zweitgewalttätigste Wahltag, den Afghanistan in den 7 Wahlen seit 2001 bisher erlebt hat, wenn man von der Zahl der zivilen Opfer ausgeht. Und es gibt ja nicht immer nur zivile Opfer, sondern auch Opfer unter den Streitkräften, die zum Schutz dieser Wahlen eingesetzt werden und im internationalen Recht damit dann auch im Grunde beinahe wie Zivilisten betrachtet werden müssen, weil sie sich mit einer friedlichen Aufgabe da befassen, also nicht angegriffen werden dürfen eigentlich. Nach der Zahl der
Anschläge oder Operationen der Taliban gegen die Wahlen war es ungefähr so hoch wie bei den letzten Wahlen, die halt von der zivilen Opferzahl, also ich rede über die 2018er Parlamentswahlen, also auf dem ungefähr... Bitte? Oh, jetzt geht's los mit Zahlen. Also wir hatten diesmal, glaube ich, 53 getötete Zivilisten direkt am Wahltag. Die Zahl 2018 lag, glaube ich, irgendwo zwischen 100 und 150. Dazu kommen dann immer ungefähr noch im Verhältnis von 1:2, 1:3 Verletzte. Dann muss man natürlich auch sehen, der Wahlprozess wie in anderen Ländern ist ja länger. Es gibt eine Wahlkampagne und die Taliban, die halt mit sehr großen Anschlägen gedroht haben, gesagt haben, alles, was mit Wahlen zu tun hat, von Wählern, Wählerinnen bis hin zum Personal der Wahlkommission und Wahleinrichtungen, die häufig mit Schulen und Moscheen identisch sind, betrachten sie als legitime Ziele, sodass also alle befürchteten und wir auch in meiner Organisation AHN, dass es wirklich ein sehr blutiger Tag werden könnte. Und insofern war es also etwas besser, als man wirklich befürchtet hat. Aber gut war es damit natürlich noch nicht. Ich denke, über die anderen Dinge, die positiv oder negativ sind, werden wir ja dann noch reden. Ja, da sprechen wir noch drüber. Aber vielleicht, Sie sind ja auch da gewesen, in Kabul nehme ich an, an dem Tag. Können Sie ein bisschen erzählen, wie der Tag so verlaufen ist und wie Sie das, was Sie beobachtet haben dort? Ja, also jetzt, wenn man mal von der Sicherheitslage absieht, war es wirklich der ruhigste Wahltag, den wir bis jetzt verbracht haben, weil es war einfach nicht wirklich viel los. Das kann man ja auch ablesen an den Zahlen, wenn sie auch noch nicht endgültig sind und da es ziemliche Fragezeichen hintergibt, was die Wahlbeteiligung betrifft. Die Wahlbeteiligung nach offiziellen Angaben ist jetzt, aber wie gesagt, vorläufig ungefähr bei 1,8 Millionen. Die Wahlen zuvor, 2004 bis 2018, hatten mit einer Ausnahme immer so nach offiziellen Zahlen zwischen knapp 7 bis 8 Millionen Teilnehmer. Nun muss man allerdings wissen, dass wir in Afghanistan eigentlich, was Zahlen betrifft und selbst grundsätzliche Dinge, im Grunde fast überhaupt nichts wissen. Also wir wissen nicht genau, wie viele Einwohner das Land hat. Die meisten gehen halt von 30 bis 35 Millionen aus, but who knows. Davon ist ungefähr die Hälfte unter 18 Jahre, das heißt also die Hälfte ungefähr der afghanischen Bevölkerung muss als Wahlberechtigte eingestuft werden. Es hatten sich vor dieser Wahl 9,6 oder 9,7 Millionen Menschen als Wähler und Wählerinnen registrieren lassen, ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer ungefähr. Und wenn von denen halt nur 1,8 Millionen wirklich an die Wahlurnen gegangen sind, dann ist das erstmal nicht sehr eindrucksvoll und viele auch Kommentatoren und Beobachter in Kabul in der diplomatischen Community sozusagen und in der Öffentlichkeit haben auch gesagt, oh ja, das ist alles sehr, sehr schwierig. Mit so wenigen Leuten ist das wirklich inklusiv und ist das repräsentativ und da muss man tatsächlich auch noch drüber reden. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, von diesen, also afghanische Beobachter, Wahlbeobachter schätzen, dass von diesen 9 Millionen registrierten Wählern ungefähr 3 Millionen immer noch fake waren. Wir hatten bei den vorhergehenden Wahlen halt ein nicht besonders übersichtliches und also leicht zu unterwanderndes System, was dazu führte, dass 13,5 Millionen Wählerausweise kursierten, von denen wahrscheinlich sehr viele nicht existierende Personen waren und Duplikate und so, weil ja bei früheren Wahlen, als wir im Gegensatz zu jetzt, und das ist eine dieser positiven Dinge der jetzigen Wahl, sogenannte also BVV, Biometrical Voter Verification hatten, also biometrische Wählerverifizierung. Das heißt also, man muss sich registrieren und kriegt dann so einen Chip und einen Ausweis und geht damit zur Wahl. Und man wird dann, also das ist um die Duplikationen und so weiter auszuschließen. Während früher halt Leute auch überall wählen konnten, die sind halt mit Taxis und Bussen durch die Gegend gefahren und haben dann in 20 Wahllokalen ihre Stimmen abgegeben und so weiter, was natürlich dann die Wahlbeteiligung nach oben getrieben hat und deswegen ist sozusagen diese Enttäuschung, dass es jetzt zu niedrig ist, die Zahl der Wahlbeteiligung, dann halt nur bedingt negativ. Was für mich... Ich sollte erzählen, wie es am Wahltag war. Also in Kabul war es sehr ruhig. Wir sind im relativ zentralen Bereich außerhalb dessen, was da so Green Zone genannt wird. Können also, wenn wir wollen, auch ein bisschen spazieren gehen, was wir gemacht haben an den Tagen vor der Wahl. Also meine afghanischen Kollegen und ich. Und haben zwei Wahllokale besucht, die in unserer Straße waren. Also ungefähr 150 Meter zu laufen.
Das eine haben sie am Nachmittag zugemacht, also in der Mitte von Kabul einfach keine Leute mehr kamen. Was unter anderem daran auch lag, dass das Wahllokal verlegt worden war kurzfristig. Es sollte eigentlich in einer schiitischen Moschee sein. Die hatten diese Moschee, auch die Community, die Gemeinde hatte die Moschee zur Wählerregistrierung auch freigegeben. Aber inzwischen gab es halt sehr viele Anschläge, gerade auch auf die schiitische Minderheit in Afghanistan, die hier sehr groß ist. Daesh steckt da meistens hinter, also der Islamische Staat. Sodass sie gesagt haben, also wir wollen jetzt nicht zur Zielscheibe von Daesh und auch der Taliban werden, die gesagt, die ja angedroht hatten, Wahlinstitutionen oder Wahllokale auch anzugreifen. Sodass sie gesagt haben, könnt ihr das vielleicht mal woanders hin verlegen. Da sind sie in eine Schule gegangen und irgendwie war da kaum jemand zu sehen. Und das ist also in der Mitte von Kabul gewesen, wo man eigentlich annehmen müsste, dass es sehr viele Leute gibt, die dort aus Sicherheitsgründen immerhin dann noch zur Wahl gehen können. Wir haben aber gesehen, wir hatten Kollegen in, ich glaube, 6 afghanischen Provinzstädten, dass es überall auch in den städtischen Zentren, die noch meistens nominal unter Regierungskontrolle sind, halt sehr wenig Interesse an den Wahlen gegeben hat. Es hat Druck gegeben von der Regierung, dass vor allen Dingen die Regierungsangestellten sich am nächsten Tag möglichst, man kriegt ja den Finger so in die Tinte gestippt, auch tatsächlich einen blauen Finger haben. Ob das alles Anordnung der Regierung war oder ob da manche Leute ein bisschen so vorauseilenden Gehorsam haben. Auch in den Schulen war das so, die sind ja auch Staatsangestellte, ne? Also den Direktor oder Direktoren gesagt und so, geht wählen und so. Das ist halt ein Großteil, die Staatsangestellten waren und dann halt, ich sag mal so, die mobilisierte jüngere Bevölkerungsschicht in den Städten, aber auch da war es sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und was in den Landgebieten schon, in den Distriktzentren, von denen es ungefähr 400 gibt, passiert ist, da wissen wir wirklich nur sehr, sehr, sehr wenig davon. Massoud kann vielleicht nachher sagen, der kennt sich da außerhalb ja auch sehr gut aus. Und was ich als Letztes sagen möchte, ist auch, dass die niedrige Wahlbeteiligung nicht nur an den Drohungen der Taliban lag, war sicher gewichtig, aber vor allen Dingen eben auch mit der weit verbreiteten politischen Enttäuschung mit der jetzigen Regierung zu tun hat. Und die beiden Hauptkandidaten, Präsident Rani und sein Chief Executive, also quasi Premierminister Dr. Abdullah, stehen natürlich für diese Regierung, die in den letzten 5 Jahren nicht allzu viel gerissen hat, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken. Und dann kam noch ein dritter Faktor hinzu, und ich habe das auch von mehreren afghanischen Wählern in diesem Fall gehört, dass sie gesagt haben, wir sind immer wählen gegangen, wir haben für Karzai gestimmt, wir haben für Rani gestimmt in diesem Fall. Aber diese Regierung, und das bringt uns jetzt zurück zu der Sicherheit, diese Regierung ist die Regierung, die unsere Dörfer bombardiert, die sehr viele zivile Opfer verursacht. Im ersten Halbjahr 2019 haben die afghanischen und amerikanischen Streitkräfte zusammen mehr Zivilisten und Zivilistinnen getötet als Daesh und Taliban zusammen. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen geändert, aber es ist immer noch sehr, sehr bedenklich. Und die einfach gesagt haben, also einer hat mir gesagt, ich fühle mich mitschuldig, dass ich diese Regierung gewählt habe. Ich kann jetzt nicht mehr wählen gehen, weil auch viele in der afghanischen, sag mal, veröffentlichten Meinung, Social Media gesagt haben, also die zur Wahl gegangen sind, sind die Unterstützer der Demokratie, während die zu Hause geblieben sind, von Demokratie nichts wissen wollen. Also das ist auch alles auch ein bisschen komplizierter. Dankeschön. Massoud Karokhel, when we spoke before the debate started, you said that this was the first time you ever voted in Afghanistan. Maybe you can share some of your experiences with you, and also if you could say something about how the election day took place in rural areas outside of Kabul and the district centers. Thank you, and good to be here. First of all, yeah, for me it was the first time in presidential elections. Honestly, I felt like maybe this is the last time there will be presidential elections, so better to try. But the real reason why I voted was, for me personally, that to strengthen the democratic process in Afghanistan. In order for this country to survive post the peace settlement is a representation of the Afghan people, representing different ethnicities, different regions. I think for me it was also the argument between Emirates and Republic. When I went to the polling station, like Thomas, I think we are in a very close neighborhood. There were not that many people, but the people who were dealing with it were very professional. The way they did the whole procedure, finding your name and doing all the scanning of your fingerprints, whatever.
So I was quite satisfied with the process personally, but yes, the turnout was very low and you could see people were trickling in the afternoon, one or two or three. And I think the there were several reasons why the turnout is low. I think some of them Thomas already touched upon. The other thing you have to realize is that the provincial council elections were not with this one. The other reason was that all the presidential teams which were running in this last election, most of them felt like there will be no presidential elections till the tweet of Mr. Trump came. Once that tweet came that the peace talks were off, then I think everybody realized, oh my God, the election is going to happen now. So there was more of a interest in trying to to organize their provincial and so on campaigns. So in terms of from provinces, the reports we got from various provinces, even including insecure provinces, there was people who came out, but of course not in large numbers. That's very clear. Small numbers of people came out, and as I said, there was first of all the gap between the population and the state. And politicians, specifically from both camps, especially the National Unity Government, had lots of faults over the years. And the other one said the provincial council elections were not sort of associated, so there were no local level candidates running in this election. So that didn't bring out that much voter turnout. If you saw the parliamentary elections, the turnout, there were many people. I think you had people in queues, even waiting. I saw the queue, for example, when the polling site was said that you can come tomorrow, people were not willing to leave. And in 2018? Yes. So you had a much larger turnout because parliamentary or provincial council has more local representation and different people are behind different candidates. So personally, for me, I felt like the peace process, the fraudulent or the badly managed parliamentary elections, and of course, Mr. Trump's tweet, sort of all this, like, not clarity about the future, where is the political process going? But at the same time, we saw people come out. We did see people take this risk of voting in provinces, in Nangarhar. I think there was not only the threat of Taliban in provinces where you have some sort of an ISIS presence. There could have been attack of suicide bombings or so on. And there were many attacks. It was not like... But overall, I think we still saw people come and out and vote also in the provinces. But of course, in many areas, people complained about the biometric device is not either working or their names not being on the list. So technically, personally, I felt like the process was made so highly technical that it was very difficult to manage this. Secondly, the people in IEC and EC didn't have a knowledge of how to deal with such a technical tools that were being used across the country in various provinces, where A, you have insecurity, B, you have a limited capacity of training such a large amount of people to execute this task meaningfully. So I do think we did have, I would not say a very popular election, but we did have an election. And I hope that the election, for me, that the IEC and EEC will need the international community support, that it arrives at the conclusion now. Because different political groups are going to try to pull and delay this. But we cannot go on like this for months and months. Finally, there has to be a result, or a round two, or round one with a result being announced. So I think the real challenge post-election is for us the peace process. So we want to, that's the main topic of all Afghan population is the peace. So once that is on track, I think this is the only hurdle on the way is the election result. And frankly speaking, if you look at all the main candidates, at the same time, somehow in the future, I see all of them in the peace talks, sort of in a political settlement. So this sort of represent the political elite class of this country. But how to maintain a civil society representation, how to maintain women voice in peace talks, this will be very crucial, whether it's the CEO or the current president, is that they stick to their promises of protecting the Afghan constitution, and whatever reforms are brought within a legal format. It's not for some special envoy of any country to come and decide what should happen next. I think Afghanistan is now beyond that stage. And I think we need international allies to work with the representative government that we arrive at a sustainable peace, not an exit deal. Thank you very much.
Alias Vardak, bevor wir jetzt darüber sprechen später, wie es weitergehen soll, bleiben wir noch mal kurz beim eigentlichen Wahltag. Es ist ja schon angesprochen worden, diese biometrischen Verifizierungsmaschinen, aber auch viele andere Elemente des Wahlprozesses waren wohl nicht in allen Fällen so, haben nicht in allen Fällen so funktioniert, wie man sich das versprochen hat. Viele Wahlbeobachter haben davon gesprochen, dass Menschen, die wählen wollten, es nicht tun konnten. Das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen in der Wahrnehmung dieses Wahltages niedergeschlagen. Wenn Sie sagen, mit den Personen, denen Sie darüber gesprochen haben, wie blicken die Afghaninnen rückwirkend, also rückblickend auf den Tag? Wie war diese Wahl für Sie? Ja, vielen Dank. Ich war an dem Wahltag auch da. Mein Kollege Herr Scherzer, der auch hier anwesend ist, war mit mir. Wir sind durch Kabul gelaufen, also von ca. 9 bis 11.30 Uhr. Und in den verschiedenen Wahllokalen in der Stadt, im Zentrum. Wir haben viele besucht und wir haben leider im Vergleich zu den letzten Wahlen, 2014 sogar, Präsidentschaftswahlen, sehr wenig Beteiligung gesehen. Also wir in einem Wahllokal standen wir ca. 30 Minuten und es kamen lediglich 3 bis 4 Personen und darunter war eine Frau. Es ist jetzt die Frage, ist es nur auf die Sicherheit bezogen oder ist es einfach auch so, oder beziehungsweise auf die Bedrohung durch die Taliban oder ist es mehr? Und ich die Gespräche, die wir nicht nur in Kabul, sondern auch mit in den Provinzen, als wir diese vor den Wahlen besucht haben, die Leute sind sehr enttäuscht. Ich kann Herrn Rüttich auch bestätigen, dass die Menschen in Afghanistan sehr enttäuscht sind von der Regierung, von deren Arbeit, von den Versprechungen. Und die Fragestellung ist immer die, dadurch, dass die Wahlen nicht transparent sind, wir können das nicht leugnen, ja, da gibt es große Unstimmigkeiten. Die eigentliche Frage ist immer bei den Menschen, die allererste, auch wenn ich wähle, vielleicht zählt ja meine Stimme gar nicht, erstens das. Und die zweite Problematik ist, dass sie sagen, wen soll ich denn wählen? Und wenn ich wähle, was ändert sich in meinem Leben? Was ändert sich in meiner wirtschaftlichen Situation? Was ändert sich in der Sicherheit? Das heißt, neben den Taliban, als eine große Bedrohung während den Wahlen, das zu einer Reduzierung der Beteiligung geführt hat, es ist die, das Problem der Regierung also in Afghanistan, dass sie nicht in der Lage waren, eine ihrer großen Versprechungen in den letzten 5 Jahren zu halten. Diese Unstimmigkeit innerhalb der Regierung und aber auch die Service Delivery in den Provinzen zu den Menschen war kaum da. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem. Gilt das gleichermaßen für Männer wie auch für Frauen, dass sie nicht wissen, was die Wahl eigentlich positiv in ihrem Leben ändern hätte können? Ich glaube ja. Ich glaube ja, bei den Frauen kommt noch durch hinzu die Unsicherheit momentan in Diskussion um die Friedensgespräche in Afghanistan, dass viele junge Afghaninnen und Afghanen in den Städten natürlich sehr besorgt sind, was denn während den Friedensverhandlungen besprochen wird und dass eventuell über ihren Köpfen entschieden wird. Das ist die Sorge. Aber letztendlich kann man sagen, wenn es um die Wahlen geht, um die Verpflichtungen der Regierung, denke ich mal, ich mache da keine großen Unterschiede zwischen Mann und Frau, sondern das betrifft alle Afghanen und es ist eine enorme, enorme Enttäuschung, vor allem von der jetzigen Administration da, die nicht das bringen konnten, in keinster Weise, was sie versprochen haben. Also die Afghanen sind nicht mehr die Afghanen von 2001, wie Herr Karuchel sagte. Wir haben eine starke Zivilgesellschaft, sehr, sehr viele junge Frauen und Männer in den Städten, aber auch in den Provinzen, die begreifen, dass diese politische Elite in Afghanistan nicht das bringen kann. Und weil sie absolut nicht auf Afghanistan sich fokussieren, sondern ihre persönlichen Ziele und Interessen haben, die das Volk und deren Interessen absolut außer Acht lassen. Dankeschön. Herr Schetter, sprechen wir trotzdem noch über die eine Hälfte des Volkes, nämlich die Frauen. Es gab 18 Kandidaten, alles Männer, soweit ich weiß. Mag es auch daran gelegen haben, dass viele Frauen gesagt haben, was soll ich da hingehen, da ändert sich für mich nichts.
Also ich glaube, ich würde hier auch die Meinung teilen. Also ich glaube, dass gegenwärtig Afghanistan in einer ganz zentralen Wegmarke steht, wo sich Afghanen insgesamt fragen, welchen Sinn hat es überhaupt noch, wählen zu gehen. Also ich glaube, die gesamte Frage des demokratischen Prozesses, der ja in den letzten knapp 20 Jahren aufgebaut wurde, ist im Moment auf der Kante. Und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz entscheidende Phase, die wir hier haben. Die Frage der Frauen, ich glaube, auf der einen Seite gibt es sicherlich so etwas auch wie eine strukturelle Gewalt, die auch verhindert, dass Frauen zu Wahlen gehen, also auch Familienbilder, Öffentlichkeit und so weiter. Das sind Dinge, die ja eine Rolle spielen. Die Sicherheit spielt hier eine Rolle. Die Frage, welche Frauen in der Öffentlichkeit spielen, all das kommt hier rein. Aber es wäre jetzt verkürzt, sich wirklich nur auf diese Gender-Frage zu konzentrieren. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, dass vor allen Dingen die urbane Mittelklasse, Massoud war diesmal eine Ausnahme, doch eher häufig zurückschreckt zu wählen. Das heißt, diejenigen, die an sich das Rückgrat für einen demokratischen Prozess sind, und das konnte man ja wohl auch in Kabul wieder gut sehen, sind diejenigen, die sozusagen von dem politischen Prozess, von den Wahlen als solches nicht überzeugt sind. Anders ausgedrückt, warum gehe ich wählen? Ist ja, man kann es dann anders fragen. Warum will ich überhaupt in Afghanistan noch wählen gehen? Alle Sicherheitsgründe sprechen dagegen, wählen zu gehen. Das politische System, wie gesagt wurde, da wird die Regierung genannt. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, wenn wir uns die letzten 20 Jahre oder 18 Jahre des Wahlprozesses in Afghanistan ansehen, so sehen wir, dass der nicht nur unfair und unfrei war, sondern eigentlich, ich würde so weit gehen, noch immer wieder ein politisches Fait accompli, ein politischer Aushandlungsprozess war zwischen den afghanischen und den internationalen Eliten. Man darf auch nicht vergessen, dass sie die Vereinten Nationen auch immer wieder an diesem ganzen Spiel mitgespielt haben. Ein kleines Beispiel, wir hatten sehr viele Wahlen gehabt, bei denen die Wahlbeteiligung, man sagt die von den Wahlzetteln her, nach internationalen Standards 80-90% in den verschiedenen Wahllokalen illegal gewesen wurden. Wären. Die UN gaben eine Rate raus, es dürfen nicht mehr als 10% als illegal gewertet werden. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Prozesse, wo auch die internationalen Akteure hier eine Rolle spielen. Aus der politisch-ökonomischen Perspektive gehen die wählen, auch das hatte Thomas Ruttig schon angedeutet, die durch ihre Wahl sich etwas erkaufen können. Da geht es sehr stark um Patronen-Klientelverhältnisse. Es geht darüber, dass gewisse Eliten sogenannte Voting Banks halten. Die haben eine gewisse Anzahl von Stimmen, die sie einbringen, dafür dann eben gewisse Ämter sich erkaufen. Das ist sozusagen die Grundlage der Wahlen. Das hat an sich sehr wenig mit einer freien Willensäußerung zu tun. Das haben die allermeisten Afghanen schon sehr, sehr lange verstanden. Und das ist an sich der Grund, weshalb sehr viele Afghanen doch so enttäuscht sind von dem gesamten Prozess. Jetzt sagen Sie, der demokratische Prozess steht auf der Kippe. Alias Wadak hat gesagt, die Elite hat total versagt, sie bringt es nicht, ist eigentlich unwählbar. Das klingt jetzt sehr fatalistisch. Was heißt das denn dann? Also ich glaube, die zentrale Frage ist, man hat in einer sehr überstürzten Weise 2001 mit dem Friedensprozess begonnen und auch mit der Einführung von Wahlen begonnen. Was man vermisst hat, ist eigentlich, oder was man das große Missverständnis ist eigentlich, Wahlen mit Demokratie gleichzusetzen. Das heißt, man hat immer diese Wahlen abgeführt und hat sich über die technischen Prozesse aufgeregt, die hat man dann verbessert, die biometrischen Codes wurden genannt. Aber all das, was mit demokratischen Institutionen hat, das ist nie aufgebaut worden. Das heißt, die gesamten Frage politischer Parteien, bis heute ein ganz heißes Thema, das ganze Fragen von politischer Bildung, auch das ist ein Themenfeld, in dem kaum investiert wurde. Das heißt, die gesamte Frage, wie überhaupt eine Gesellschaft sich auf demokratische Spielregeln einlässt, all das wurde an sich nie in die Praxis umgesetzt. Im Gegenteil, die Afghanen konnten immer wieder merken, dass auf der politischen Ebene eben diese demokratischen, partizipativen Momente immer wieder ausgesetzt wurden und hier da wirklich dann eben die Eliten untereinander ihre Machtspielchen gespielt haben. Hat Präsident Ghani vorher gesagt, die Wahlen seien der Lackmustest für die Republik. Würden Sie sagen, dass die Frage insofern falsch war, als dass die Republik noch gar nicht in einem Zustand war, in dem das demokratische System so weit ausgebildet war, dass man sagen könnte, jetzt muss es seine Bewährungsprobe bestehen, sondern dass man ohnehin noch nicht sagen, diese Mechanismen ausgebildet hatte? Oder war das so, aber Sie haben es nicht bestanden?
Also ich glaube, eine Demokratie lebt davon, dass sie an sich dauernd wieder herausgefordert wird und sich immer wieder beweisen muss. Und in Afghanistan, glaube ich, muss man da, würde ich sozusagen auch an Ashraf Ghani sagen, nein, das war sicherlich noch kein Lackmustest für eine fortgeschrittene Demokratie. Es zeigt aber, wie sehr sich sozusagen die Bevölkerung doch von diesem demokratischen Prozess abwendet oder zumindest sozusagen da nicht hineingeht. Und das ist die ganz große Gefahr für die Zukunft. Denn auch wie Massoud hier zu Recht sagt, wenn sozusagen jetzt alle nur auf diesen Friedensdeal warten, ist die Gefahr, dass dann das Thema der Demokratie doch eines ist, das sehr leichtfertig auch aufgegeben werden kann. Wo dann internationalen Akteure, die Afghanen, sagen, naja, das mit der Demokratie war ja vielleicht dann noch nicht ganz so wichtig. Und das ist die ganz große Gefahr, die ich hier sehe. Vielen Dank. Alice Wader, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Die letzte Ankündigung ist, dass am kommenden Donnerstag die Wahlergebnisse bekannt gegeben werden. Bis dahin geht die Auszählung weiter. Das hat sich jetzt eine ganze Weile hingezogen. Haben Sie irgendwas darüber gehört, wie die Auszählung verlaufen ist? Und vertrauen Sie darauf, dass das in einer akzeptablen Weise geschehen sein könnte? Das, was ich gestern in Nachrichten in Afghanistan verfolgen konnte, die Tendenz geht leider eher dahin, dass es wieder... dass die Ankündigung verzögert wird, dass es nicht am Donnerstag angekündigt wird. Und drei Kandidaten, Dr. Abdullah Abdullahs Team und das Team von Herrn Hekmatyar und dem ehemaligen NDS-Chef Nabil, haben diesen sogenannten Recount boykottiert. Die werden ihre Beobachter nicht dorthin schicken. Und Recount ist eine zweite Auszählung? Eine zweite Auszählung, also eine Stichprobe von den 8000 Wahllokalen. So ein Drittel, ja. Von den 8000 Wahllokalen in Afghanistan. Und da gibt es Unstimmigkeiten. Und die Tendenz geht eigentlich eher dahin, was man auch vor den Wahlen befürchtet hat, dass diese Wahlen zu einer größeren Krise führen werden. Wir sprechen hier nicht über Transparenz und so weiter, über Integrität der Wahlen, sondern es geht einfach darum, dass hier die Krise von Tag zu Tag in eine größere Krise und eine tiefere Krise geht und dass es viele Unstimmigkeiten gibt. Und es hat sich schon mal das gezeigt, 2014, aber jetzt ist es umso prekärer, die Situation, da wir ja alle, wie Herr Karuchel auch sagte, auf die Friedensverhandlungen warten in Beijing. In zwei Wochen haben wir eventuell die ersten Gespräche zwischen den Afghanen. Da einigt man sich übrigens auch nicht, hat man sich auf die Liste bzw. über die Liste nicht geeinigt. Aber es sind so viele Unstimmigkeiten und Verwirrungen innerhalb, dass ehrlich gesagt, ich kann Ihnen keine Vorhersagen treffen, persönlich, aber auch viele Afghanen und Experten, wann denn die Ergebnisse angekündigt werden und welche Konsequenzen die Ankündigung dieser Ergebnisse haben wird. Dankeschön. Thomas Rüttig, Abdullah hat auch gesagt, dass wenn seine eigenen Wahlbeobachter diesen Recount nicht verfolgen, dass die Ergebnisse dann gar nicht legal seien. Und beide, Abdullah und Ghani, haben gesagt, dass sie sich nicht noch einmal auf so eine Regierung der nationalen Einheit einlassen würden, also ein PAD-Modell wie beim letzten Mal. Kann da jetzt eigentlich irgendwas anderes bei rauskommen als eine neue Krise? Vermutlich nicht. Bis jetzt hat der Wahlprozess ja einigermaßen zusammengehalten, auch durch den Einsatz der biometrischen Mittel und dass die Wahlkommission trotz einiger erheblicher Mängel sich an den Prozess und an die Prozeduren, die vereinbart worden sind, gehalten hat. Dass Abdullah und die anderen Kandidaten jetzt aussteigen bei der Beobachtung der Neuauszählung des Drittels der etwa 25.000 Wahllokale, die es insgesamt gegeben hat, ist für mich so ein Moment, wo das in Richtung Krise sich drehen kann. Das Problem ist, wenn man jetzt mal die Situation vergleicht mit den Wahlen 2014, als auch die beiden selben Kandidaten ja nachher in der Stichwahl waren, also Ghani und Abdullah, und sich nicht untereinander einigen konnten, überhaupt wer gewonnen hat und wer deswegen Präsident werden soll und wer dann abgefunden werden muss mit der ja in der Verfassung nicht vorgesehenen Position dieses Chief Executive, deswegen auch diese schräge englische Bezeichnung für dieses Chief Executive ist im Grunde so eine Art Kabinettschef oder Ministerpräsident, ohne dass man es so nennen möchte, weil es wie gesagt eben nicht in der Verfassung drin ist. Das Problem ist, wenn die Herren sich jetzt hinstellen und sagen, ja, die Amerikaner sollen sich nicht wieder einmischen und so weiter,
dann müssen Sie sich schon selber fragen, sind Sie überhaupt in der Lage selbst und gibt es Mechanismen dafür, solche Krise, ich sag mal jetzt innerafghanisch, zu regeln? Und da hat sich in meinen Augen seit 2014 eigentlich überhaupt nichts geändert, was unter anderem daran liegt, dass halt sowohl das Wahlsystem als auch die Grundlagen dieses Wahlsystems nicht reformiert und repariert worden sind. Wir reden ja nach wie vor über eine Wählerliste, die nur zu 20% bis jetzt elektronisch erfasst ist. Also da gibt es auch noch sehr viele Löcher und Hintertüren für Manipulationen. Und ich persönlich sehe nachher nichts anderes, als dass irgendwie die internationale Gemeinschaft, die man ja mal in Anführungsstriche setzen muss, gefordert sein wird, da zumindest mit einer Rolle zu spielen, zu vermitteln, dass das nicht den Leuten, den Beteiligten, den afghanischen Beteiligten aus den Händen rutscht. Das ist genau das Problem. Wir haben am Anfang ja gesprochen von Sicherheitsproblemen und von sogenannten technischen Problemen bei diesen Wahlen. Diese technischen Probleme sind in der Regel eigentlich politische Probleme, weil es nämlich eine Mischung aus Unfähigkeit und Unwillen ist, dieses Wahlsystem so aufzustellen, dass man vielleicht auch mal in weniger als 4 Wochen erstmal ein vorläufiges Endergebnis bekommt, dass man auch Mechanismen hat, wie man eine Konfrontation vermeiden kann, wenn man anfängt, sich über Zahlen zu streiten. Und nebenbei bemerkt, diese niedrige Wählerbeteiligung diesmal ist deswegen auch so wichtig und diese umstrittenen Stimmen, um die es jetzt geht, es geht ungefähr um mehr oder weniger 100.000 Stimmen, von denen nicht ganz klar ist, ob sie echt sind oder nicht. Die sind natürlich bei einer niedrigen Wählerbeteiligung ein viel größerer Prozentsatz der Stimmen, die nachher gezählt werden. Und da wir wissen ja nicht mal, wie viele Kandidaten letztendlich bei der Wahl dann zum Schluss teilgenommen haben. Wir hatten am Anfang 18, 3 sind offiziell zurückgetreten. Die Wahlzettel waren aber schon gedruckt, die standen alle drauf. 2 oder 3 andere haben irgendwo erklärt, dass sie auch nicht bei der Wahl mehr teilnehmen. Es ist aber nie der Wahlkommission mitgeteilt worden. Und die Wahlkommission hat auch nie gesagt am Wahltag, wie viele Kandidaten nun wirklich zur Wahl stehen. Und all diese Mängel auch in der Informationspolitik, will ich mal sagen, der Wahlkommission, öffnen dann Tür und Tor für Manipulationen, für Verschwörungstheorien, die in Afghanistan natürlich auch sehr weit verbreitet sind und die dann auch auf der realen Tatsache fußen, dass halt die Erfahrung der Menschen und auch natürlich der Beteiligten, der Kandidaten mit diesem Wahlsystem negativ ist. Aber letztendlich, da die beiden Herren, die da jetzt vorn liegen, mit dafür verantwortlich sind, dass dieses System nicht aufgeräumt worden ist, hängt damit zusammen, dass alle von den vorhergehenden Wahlen wissen, dass man Wahlsieger im Wesentlichen wird, indem man die Auszählung und so weiter beeinflusst, indem man also auf Deutsch gesagt manipuliert und so weiter. Also diese technischen Probleme sind gewollt, um erstmal Chaos zu schaffen. In diese Bewegung, in diese Richtung bewegen wir uns im Moment, um dann möglicherweise dann in Frage zu stellen, was dieses Ergebnis oder wie das Ergebnis aussieht. Und dann wird man sich was einfallen lassen müssen und die internationale Gemeinschaft, die nach wie vor diese Wahlen bezahlt, ob es nur durchs afghanische Budget geht oder nicht, wird da eine Rolle spielen müssen, aber hoffentlich in einer unparteiischen Art und Weise. Nehmen Sie das den beiden denn ab, dass sie sich nicht wieder auf so ein Modell wie beim letzten Mal einigen? Ist das glaubhaft? Ja, sie wollen das ja nicht. Also ich nehme ihnen aber nicht ab. Also ich rechne damit und viele, das ist für mich viel wichtiger, viele der afghanischen Menschen, mit denen meine Kollegen und ich da gesprochen haben, denken, dass es da letztendlich wieder drauf hinauslaufen wird. Weil die Wahlbeteiligung ist zu niedrig, die Unterschiede, die Margins sozusagen zwischen Gewinner und Verlierer und zwischen, gehen wir jetzt noch in eine Stichwahl oder gibt es einen der Kandidaten, der vielleicht knapp über 50% ist und damit am ersten Wahlgang gewonnen hat, die sind so knapp, dass natürlich da gerade die komplizierten Stimmen oder die umstrittenen Stimmen oder ganz wenige davon halt einen Ausschlag geben können. Also wir müssen da wirklich noch abwarten, aber ich sehe nicht, dass es afghanische Instrumentarien gibt, das wirklich beizulegen, weil da sind die Leute, beide haben ja auch am Anfang gesagt, wir akzeptieren sowieso kein Ergebnis, was uns nicht als Sieger sieht hinten raus, was jetzt auch nicht besonders demokratisch ist. Haben einige gesagt, der Umstand, dass die afghanische Regierung die Wahlen diesmal selber bezahlt hat, sei so ein Indiz dafür, dass sich langsam dann doch demokratische Institutionen bilden. Jetzt sagen Sie denn, das war sowieso nicht Ihr Geld, das kam ohnehin aus dem Ausland, insofern ist es damit nicht so weit her. Kann man das nicht trotzdem so werten, dass sich ein bisschen was in Richtung eigenständiger demokratischer Systematik gebildet hat?
Ja, muss ich leider irgendwie ein bisschen Wermut in den Wein kippen. Ich persönlich sehe den demokratischen Prozess in Afghanistan oder sagen wir mal den Status der Demokratie in Afghanistan eher im Rückwärtsgang als im Vorwärtsgang. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, also oder man sollte es genau benennen, also was da im Moment läuft, ist zwar ein Prozess, der irgendwie Demokratie schaffen soll und demokratische Elemente enthält, aber für mich ist Afghanistan leider keine Demokratie, deswegen kann man auch nicht sagen, Leute, die aus dem demokratischen Prozess aussteigen oder sich davon abwenden, wären dann sozusagen gegen Demokratie. Was man in Afghanistan immer wieder hörte, man muss einfach nur mal die zweite Frage stellen, nach der ersten, fandst du das demokratisch oder nicht? Und ich habe das sehr häufig gemacht und habe dann gefragt, seid ihr gegen Demokratie insgesamt? Und die meisten sagen, nein, überhaupt nicht. Wir wollen eine Demokratie, aber das ist keine Demokratie, das funktioniert nicht. Und das ist eben intransparent und diese gewollten technischen Lücken, die es da gibt, erlauben es dann den Eliten, die ja auch nicht wollen, dass sich das wirklich ändert. Man muss sich einfach das Kandidatenfeld nur angucken, da ist das nicht ein Einziger dabei, der wirklich neu ist. Also das ist auch ein Zeichen dafür, dass das demokratische System, wenn man es so bezeichnen will, in Afghanistan zumindest stagniert. Weil man kommt nur noch rein, wenn man unheimlich viel Geld hat. Die Kandidaten geben ja alle sehr viel Geld aus und die Leute aus der Rani-Kampagne haben uns auch ganz offen gesagt, als wir gesagt haben, wie viel gebt ihr dann aus? Ja, es ist viel mehr, als wir dürfen und so. Und dann zahlen wir hinterher halt die Strafen. Also die müssen so viel Geld haben, dass dafür auch noch Geld übrig ist. Aber wenn man sieht, dass irgendwo zwischen 50% und 80% der afghanischen Staatseinnahmen eben aus nicht internen Quellen kommen, dann ist das schon unser Geld, mit dem da manipuliert wird. Und deswegen sind also solche Aussagen doch ein bisschen zu sehr an der Oberfläche, wenn man sagt, also die bezahlen ihre Wahlen jetzt selbst, damit stärkt sich dort oder hat sich die Demokratie gestärkt. Das ist leider nicht der Fall. Dankeschön. Herr Schäter, wäre das unter diesen Umständen besser gewesen, man hätte die Wahl gar nicht abgehalten, sondern das auf irgendwann später verschoben? Ich glaube, es ist eine grundlegende Frage und es ist, glaube ich, eine Frage der Strategie. Ich selbst würde sagen, es war schon wichtig, die Wahl per se abzuhalten. Es war richtig. Also die Wahl als solche abzuhalten, ich stimme mit Thomas Rutteck völlig überein über den demokratischen Hintergrund. Hätte man das Wahlsystem per se jetzt nochmal, sagen wir mal, 5 oder 6 Jahre verschoben, die nächsten Wahlen, dann wäre das demokratische System mit Garantie tot gewesen. Das heißt, wenn man sozusagen zumindest noch die Möglichkeit aufrechterhalten will, dass das Land sich in eine demokratische Richtung entwickelt. Dafür waren die Wahlen symbolisch wichtig. Anders als die vergangenen Wahlen, wo man immer auch gerade auf der internationalen Ebene sagen konnte, es gab einen großen Enthusiasmus, viele Menschen sind zur Wahl gegangen, hat man jetzt den gegenteiligen Effekt. Das heißt, man hat sich in einer gewissen Weise verzockt. Man hat jetzt sozusagen sich ganz deutlich die Quittung bekommen, dass man Wahlen abgehalten hat, die selbst im Land selbst keine Resonanz erfahren haben. Deswegen hätten Sie mich vorher gefragt, natürlich ist es sozusagen widerstreitend, dass man auf der einen Seite diesen Wahlprozess hat, auf der anderen Seite die Friedensgespräche zwischen den USA und den Taliban hat. Man fragt sich, wie sollen die Sachen zusammengehen? Sie gehen auch nicht zusammen. Aber wie gesagt, ich glaube, hätte man die einzige andere Möglichkeit wäre gewesen, dass die afghanische Regierung weit frühzeitiger in die Friedensverhandlungen mit den Taliban eingebunden gewesen wäre. Das wäre vielleicht die einzige andere Möglichkeit gewesen. Aber so hat man einen Prozess gehabt, der eigentlich in gewisser Weise durch die Friedensverhandlungen auch mit torpediert wurde, aus dem es sich kein Auskommen gab. Dankeschön. Herr Karokai, vielleicht können wir, maybe we can speak about the civil society a bit. Some NGOs did try to monitor the elections and to write reports about it. Can you describe a bit to which extent these efforts were successful and under these circumstances, how it is at all possible to do this kind of work? I think two things. First of all, I think in the previous elections, post-2001, we usually had one watchdog, then it became two. I think this time around, we had many more observer networks and organizations. So mobilization and diversity of organizations which were monitoring the elections were many than before, which is a good sign. But at the same time, for example, the site where I voted, which was inside Kabul City, there was no observer from any of these watchdog organizations was not present there. I think the only two observers were from the Dr. Abdullah's team and Ashraf Ghani's team, which were present in this polling site, but none of the civil society watchdogs. But we also had some incidences in which some of these observers were killed
by Taliban, even right after the election, so not particularly on the election day, but a few days later as well. So in that sense, you have more civil society watchdog talking about the elections, more analysis on local radio, TV, and so on. And this brings me back to the question about democracy in Afghanistan and Germany or any other Western country looking, did we do the right thing with these people or did we do the wrong thing? I think the question is that I think Afghanistan has come forward in 19 years. And it does realize that what is its pattern in terms of democracy. What I mean by that is I think if they had a low faith in the political elites, they have shown it with a low turnout. But at the same time, I think for a peace process and what the Taliban and the future political elites dealing on this, they have now a more demanding Afghan population which will not just sit around and listen to whatever is being told to them. And that is across the ethnic board and across the provinces. So the Afghan people in the last 18, 19 years have gone, in my view, have gone forward, even if our democratic process has not caught up with the people. But human development in Afghanistan, I think, is, I would say, excellent in the sense that there is free discourse, you can criticize politicians, we have a free media to a large extent, much better than any of our neighbors. Even there are some Afghan government officials here sitting, I don't care, I can go back to Kabul. So these are the good sides. but on the other hand side, what I found interesting about these watchdog organizations or civil society, I think this time around they were much more organized, and it was not entirely all foreign funded. There were also volunteerism. You saw more groups trying to make sure that their voices are being raised, that, you know, this is our election and, you know, we have to have a democracy in this country and republic versus the Emirates. So this kind of discourse existed. That doesn't necessarily mean, I think some people showed their disappointment with the political elites by not voting. So they had the sticker on their ID cards. They could have gone and easily voted. In many, Kabul is, let's say, as Thomas said, I will not try to get here into numbers, but Kabul is over 4 million, 5 million people. So just even if Kabul, there was a good turnout, it could have been a large section of the vote. But it looks like even a province like Bamiyan, which is relatively very peaceful, we still had a low turnout. So it's across the ethnic board. It's not like, let's say, in one region you had more people voting versus another region less, more or less voting. So I see a consensus among the Afghan population that the Afghan politicians have to do better in order to gain their respect or their vote or for them to risk their lives. And I hope that by this election result, which eventually has to come out, whether it's second round or first round or whatever is going to come out, it has to be accepted by these candidates and not come up with statements that we will go to fight and we will do this and do that. And I think that's why, in my view, how does the IEC and EC get more independence and protection, both from the National Unity Government, that they are able to make a decision. If they both keep on sort of pressurizing, decision is not going to come out. So I think you will hear more from civil society watchdogs and networks. For us, I think the social piece is very important in the city so that people can go and work and the political discourse sort of exists. Of course, political parties in Afghanistan are weak, but that says the foundation post 2001 has been laid very weak. If you look at the candidates, there are very few which are running from a party ticket. Most of the rest are sort of individuals, several people coming together, giving their ticket a name and sort of running for it. So my sense is that for the German audience is please don't think like, oh, was the democracy good for Afghanistan, bad? I think that's our decision. And I think, in my view, the way I see things, that I think people have accepted this system for now. And I think for the upcoming peace talks, you will see much more Afghan voices which will say, okay, we accept this or we don't accept this. Federal versus central, prime minister versus a presidential system. All these things are out for debate, but I think all of this sort of come under the umbrella of a republic, basically, so to speak. And I think when we talk about numbers and the upcoming result period, I hope that the delays are sort of managed, and if they keep on delaying, I think it's going to get the country more towards trouble.
this winter, which will not be suitable neither for President Ghani or for CEO Dr. Abdullah. So I hope there is some sort of a political compromise so that we can move into the real question, which is the peace talks. And I think if the peace talks provides an opportunity that in all 34 provinces there is peace, so then you, for example, can come, instead of inviting us all the way here to tell you how the day looked like, you can come there and see for yourself how many Afghans are voting, how are they voting, and who they are voting for, basically, and who's more popular versus less popular. So, and for me, for example, you cannot have eyes in 34 provinces, but when we spoke to people, honestly, I was very impressed, people like in a province like Helmand turning out to vote. Very small number, but still coming out. Of course, in government-controlled areas, or in Kandahar city, for that matter. So I think, regardless of all these bad newses and a lot of things which did not go the right way, we still had an election, and I think it was not a good idea to delay the elections and have peace talks first. I think everything should not be compromised for the Taliban. And the other big achievement, I think, which gave us in this election was the Afghan National Security Forces. They did a wonderful job on the election day. Security was good. If you, the polling sites I visited, there was a good security perimeter. ANSF was present. They were very professional. They were dealing with all the people who were coming to vote. So I think that's in itself, that's also an investment by Germany and NATO and the US who have invested in this country and have built these resources. I think some of our ANSF are improving and are, in my say, certain sections, not all of them, are the best in the region right now. So I would not say that, you know, election was bad, democracy has failed, let's give the country back to the Taliban. I think the Afghanistan situation is not that black and white and should not be seen here. I would say that the Germany's investment in Afghanistan has not been all to waste. And I think there are great things that has come out of it, and probably election is not the best one now of that. Thank you. Thank you very much. Alias Wardak, Sie haben ja vorhin, ähnlich wie Thomas Rüttig, der politischen und funktionalen Elite ein sehr schlechtes Zeugnis ausgestellt und gesagt, das ist eigentlich eine katastrophale Bilanz der letzten Jahre. Jetzt gibt es einige, die sagen, naja, ein Bereich, in dem sich ein bisschen was zum Guten gewendet hat, ist die Integration von Frauen in bestimmte Ämter und in der Verwaltung. Sehen Sie das auch so, dass es da Fortschritte gegeben hat? In der Tat. Also, es ist, ich hoffe, dass es nicht so rübergekommen, dass es ein Schwarz-Weiß-Denken ist. Wir hatten natürlich sogenannte Achievements in Afghanistan. Also wir hatten auch gute Resultate in vielen Bereichen, auch im Bereich Bildung, Bildung von Frauen. Nicht nur in den Städten, sondern auch in den Provinzen in Afghanistan, im Bereich Medien, aber auch Integration von Frauen in der Regierung. Ich habe selbst im Finanzministerium, als ich gearbeitet habe, sehr viele kompetente afghanische junge Frauen gesehen, die auf die man stolz sein kann, auf ihre Bildung, auf ihre Selbstbewusstsein, wie sie sich ihren Werdegang, wenn man den verfolgt, wie sie sich entwickelt haben. Das sind sehr gute Resultate, die erzielt wurden in Bezug. Jetzt müssen wir aber eine Unterscheidung machen. Wir haben zwei Gruppierungen. Einmal sind die Frauen in den Städten, in Kabul und in größeren Städten, aber auch viele junge Damen, die aus dem Westen nach Afghanistan gegangen sind, als Diaspora-Afghanen. Und die haben sich gut entwickelt, die haben auch gute Posten besetzt in Afghanistan, und das entwickelt sich ja weiter, auch unter der Administration von Dr. Ashraf Ghani. Die andere Seite, und das die dunklere Seite ist, wenn wir über die ländlichen Frauen sprechen, was hat sich seit 2001 für diese Frauen, wie viele Veränderungen gab es positiv, ja, in den Provinzen wie Kandahar, Helmand, Nangarhar und Paktika, was hat sich da geändert? Ja? Zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, in den ländlichen Gebieten ist die Provinz Khost. Für die hat aber die Regierung nicht viel gemacht. Die haben das selber in die Hand genommen, ihren eigenen Schicksal. Und ich habe gehört, dass vor ungefähr 8 Jahren die drei Abiturientinnen hatten, die Prüfung zur Universität abgelegt hatten. Dieses Jahr waren es 1200 Frauen. Das ist aber aus der Eigeninitiative dieser Menschen in der Provinz Khost, eines der rückständigsten Provinzen, entstanden. Aber wenn wir es in der Allgemeinheit sehen, gibt es die Kluft, und die wird immer größer, zwischen Land und Stadt in Afghanistan, und auch die Prioritäten, die Frauen in den
städtischen Gebieten setzen. Es gibt eine große Diskussion um Kopftuch und ob ich zur Arbeit gehen darf oder nicht. In den ländlichen, bei den ländlichen Frauen sind die Prioritäten anders gesetzt. Die haben nicht mal Zugang zu Schule und zu Gesundheitszentren. Ja? Also die sogenannten Basic Needs, da ist was anderes. Die müssen die werden von beiden Seiten leider Gottes, wie Herr Ruttig auch gesagt hat, unter Druck gesetzt durch den Krieg. Ja, sowohl durch die Taliban, aber auch die Special Forces, die nachts dann in ihren Häusern stürmen. Man muss halt unterscheiden und es ist kein Schwarz-Weiß-Denken, aber ich denke, weil die Mehrheit der afghanischen Bevölkerung immer noch in den ländlichen Gebieten lebt und vor allem die Frauen, die Entwicklung und den Fortschritt, den man sich erhofft hat, hat es nicht gegeben. Ja. Und man darf die Augen einfach nicht verschließen und sagen, das hat sich so toll entwickelt alles. Nein, das hat es nicht. Und wir müssen auch jetzt, vielleicht dieses Jahr und nächstes Jahr, mal eine Analyse durchführen, was denn gut gelaufen ist. Und das soll man als gut heißen. Aber was ist schlecht gelaufen? Warum ist es schlecht gelaufen? Weil wir unter anderem, leider Gottes, auch die internationale Gemeinschaft auf die falschen Leute gesetzt hat. Ja? Und das ist einfach so, dass man denkt, es gibt Eliten und die haben das Sagen in Afghanistan. Das stimmt aber nicht. Ja? Man hört mittlerweile, diese Veränderung gab es in Afghanistan auf den Herrn XYZ nicht mehr. Und auch die ethnische Diskussion in Afghanistan. Ich habe mit Afghanen, mit jungen Menschen, wir haben in den Provinzen, die haben es satt. Es reicht. Irgendwann mal reicht es von irgendwelchen sogenannten Tribal Leaders sich diktieren zu lassen. Und das ist was Gutes, weil die jungen Menschen in Afghanistan, aber auch die Frauen und Männer, jetzt mittlerweile begriffen haben, dass diese Elite das Land aus dieser tiefen Krise nicht führen kann. Und wir durch diese Krise, die in dieser Republik passiert, verschaffen wir viele Argumente den Taliban, zu sagen, schau mal, eure Demokratie funktioniert nicht. Ja, es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Justiz, es gibt Ungerechtigkeit. Und das ist, glaube ich, kontraproduktiv. Und das war nicht Sinn der Sache, als die internationale Gemeinschaft durch die großzügige Hilfe in Afghanistan da in das Land reingegangen ist und viele große Ziele hatte. Vielen Dank. Herr Schetter, es ist jetzt mehrfach von den Friedensverhandlungen schon die Rede gewesen, um die es eigentlich erst in der nächsten Diskussionsrunde gehen soll. Aber solange Sie noch hier sind, mögen Sie vielleicht auch noch was dazu sagen, wie Sie es sehen, wenn Sie jetzt an die möglichen Folgen der Wahl denken, was jetzt in den nächsten Monaten passieren kann. Was heißt das für die Friedensverhandlungen, die anstehen? Also ich glaube, es sind verschiedene Punkte. Der erste ist natürlich die Frage, wann wirklich dieser Wahlprozess abgeschlossen wird. Ob es jetzt wirklich im ersten Wahlgang einen Sieger geben wird, muss er über die 50% kommen oder an die 50% haben oder auch nicht. Wenn nicht, steht die Befürchtung, dass dann sozusagen der zweite Wahlgang dann in den Frühjahr verschoben wird. Wodurch die ganzen Wahlen an sich noch weit ins nächste Jahr hinein... Der Wahlgang ist die Stichwahl. Die Stichwahl, ja. Weit ins nächste Jahr hinein begleiten werden. Das natürlich sozusagen auch der politische Prozess dann darunter leidet. Wird. Das ist, glaube ich, das eine Problem, das wir haben. Die andere Frage oder der andere Punkt, was man schon sagen kann, ist, dass natürlich die afghanische Regierung mit einem neuen afghanischen Präsidenten, den man dann irgendwann haben wird, auf jeden Fall aus diesen Wahlen geschwächt hervorgehen wird, weil die Legitimitätsgrundlage jetzt eben mit 1,8 Millionen Stimmen für denjenigen, der dann insgesamt an Leuten in diese Wahl gegangen sind, sagen wir davon, dann bekommt die Hälfte der Stimme, sind es knapp mal 1 Million Stimmen von über 30 Millionen Menschen. Damit ist die Legitimationsgrundlage nicht allzu groß. Ich glaube, dass das ein ganz grundlegendes Problem ist, dass der neue afghanische Präsident, auch wenn der Stichwahl vielleicht wieder mehr Stimmen zustande kommen, insgesamt ist die Legitimität des neuen Präsidenten enorm angeknackst. Ich glaube, das ist an sich das ganz grundlegende Problem, das man in dem Prozess haben wird. Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ungefähr eine Viertelstunde Zeit und ich würde mich freuen, wenn Sie auch noch was beitragen würden zu der Runde. Sie können gerne Fragen stellen, aber bitte kurz. Wir würden vielleicht 3 Fragen erstmal sammeln und dann auch im Blog beantworten. Ich glaube, Sie hatten sich relativ früh gemeldet, Sie auch. Und dann hier die Dame. Mögen Sie anfangen, dann sind Sie dran und dann hier vorne. Schon an? Ja. Okay, mein Name ist Börgel und mein Hintergrund ist Entwicklungspolitik. Und ich bin sehr froh, dass Herr Karuchail zum Schluss doch nochmal
Also die Aufmerksamkeit auf die Zivilgesellschaft und was sich in der Zivilgesellschaft auch auf der Dorfebene in den Distrikten getan hat. Meine Frage geht jetzt an Herrn Ruttig und auch an Herrn Schetter, denn Sie sind die politischen Analysten. Und das Problem hier in Deutschland ist, dass das Image von Afghanistan und der Entwicklung im Moment sehr, sehr schlecht ist. Und ich stelle immer wieder fest, und deswegen habe ich auch selbst schon zur Feder gegriffen, dass die politischen Analysten hier die Entwicklungspolitik immer außen vor lassen. Es hat ja Wirkungen gegeben. Ich habe den Aufbau seit 2002 mitverfolgt und seit 2004 ist das National Solidarity Programm aufgebaut worden. Es gibt Entwicklungsräte und ich bin das letzte Mal in Afghanistan, in den Dörfern, unter anderem in Nangarhar, in Kandahar, in Samangan, 2016 gewesen. Und diese Entwicklungsräte gibt es noch. Nicht alle, ich habe danach gefragt, machen Wahlen alle 4 Jahre, aber sie entscheiden mittlerweile selber, was in ihren Dörfern mit dem Entwicklungsgeld geschieht, ob Elektrizität oder ob Wasser und so weiter, sauberes Wasser dort in den Dörfern zustande kommt. Meine Frage an die beiden politischen Analysten nach, warum ignorieren Sie immer die Wirkung der Entwicklungspolitik? Danke. Dankeschön. Dann der Herr da vorne in der... Ich habe eigentlich keine Frage, ich habe nur einen Kommentar, wenn es möglich ist. Aber auch kurz bitte. Okay, gut. Aber ich brauche noch 2-3 Minuten Zeit. Danke. 2. Okay, 2,5. Hallo, mein Name ist Ahmad. Ich bin Afghan-Asylantin. Seit 4 Jahren wohne ich in Berlin. Und ich glaube, was die was alle im Podium gesprochen wurde, ich stimme also manche Sachen zu, aber ich stimme also manche Sachen also ab. So jetzt meistens Afghanen, Gesellschaft in Afghanistan, die meisten Afghanen, die sind alle so enttäuscht von Afghanistan Regierung und von NATO und von internationaler Gesellschaft. Weil seit 18 Jahren haben wir, seit 40 Jahren haben wir Krieg in Afghanistan, aber seit 18 Jahren oder 19 Jahren die internationalen Länder sind in Afghanistan, mehr als 40 Länder, ich meine die NATO-Länder. Ich bin selber als Übersetzer mit amerikanischer Truppe als Übersetzer gearbeitet, 1,5 Jahre. Und danach, als ich meinen Job verloren habe, ich hatte keine Sicherheit in meinem Land. Ich musste also fliegen. Also wegen mir, mein Bruder ist vor 1 Monat gestorben, von Taliban. Das sagt, dein Bruder ist mit Amerikanern gearbeitet und deine Familie sind in der afghanischen Regierung so aktiv, aber wir haben keine Sicherheit. Alle sind enttäuscht und alle Afghanen brauchen jetzt diese heutige Regierung nicht. Bis dahin, dass wir die Regierung haben, wir bekommen keine Sicherheit, wir bekommen keine Freiheit. Was bedeutet Freiheit? Und der andere Punkt, dass ich will genau darüber zu sprechen, ist, dass die Freiheit oder die Amerikaner und die anderen, die internationalen Welten, die will auch nicht, dass wir in Afghanistan so ein freies Land zu haben. Und die unterstützen. Seit 1,5 Monaten 3 Sachen passieren von meiner Familie und die Amerikaner kommen der Mitternacht in mein Haus, meine Städte kommt von Uruzgan, das ist westlich von Afghanistan. Und kommt unsere Häuser und tut mein Großvater, meine 2 Onkel und meine 2 Cousine und dann geht wieder weg und dann kommt wieder morgen Taliban und sagt die Amerikaner informiert, damit dieser Dorf wird von Taliban regiert.
obwohl wir es gar nicht so gemacht haben. Der Amerikaner kommt und tut uns und dann geht weg wieder und dann kommt der Taliban, Taliban tut uns auch. Und also genau, wer weiß nicht, zum, genau, zu wem sollen wir gehen, zum Taliban oder zur Regierung? Dankeschön, die beiden Seiten sollen sich genau zivilisieren. 4 Minuten, aber vielen Dank für den Beitrag. Jetzt hatte sich der Herr hier vorne mit dem blauen Pulli als nächstes gemeldet. Ja, Karl-Heinz Niedermeyer, Sprecher des Fachausschusses Internationales der SPD Berlin. Ich habe eine kurze Frage zum Wahlprozess. Ist es denn gelungen, die Probleme mit der Zusammensetzung der sogenannten unabhängigen Wahlkommission bei diesen Wahlen zu verbessern oder zu lösen, vor allem was die internationale Beteiligung an dieser Wahlkommission betrifft? Dankeschön. Vielleicht können wir kurz eine Antwortrunde machen. Herr Rutti und Herr Schetter, warum ignorieren Sie die Entwicklungsräte? Und ich weiß nicht, wer von Ihnen was zu den zu der unabhängigen Wahlkommission sagen kann. Sie vielleicht? Ja. Ja. Ich würde auch ganz zum Entwicklungs... Darf ich anfangen, Herr Mörgel? Vielen Dank für Ihre Frage. Da ich selbst aus der Entwicklungsforschung komme, liegt mir die Frage sehr nahe. Und wir haben in den letzten 20 Jahren wahnsinnig viel gerade zu den Fragen mit dem Peace and National Solidarity Programm gearbeitet, zu sehr vielen von diesen Projekten geforscht. Das Ergebnis ist insgesamt sehr, sehr gemischt. Ich glaube, man muss zum einen sagen, dass die Entwicklungszusammenarbeit in Afghanistan immer unter einem enorm hohen Druck stattfand, die politisch sozusagen immer sehr, sehr stark Zeitdruck, Mittel abflossen, was sie alle es gibt, was dazu geführt hat, dass die Entwicklungszusammenarbeit, ich würde wirklich sagen, Schattenlicht zeigt. Wir finden noch einige Orte, wo auch Menschen sich wirklich sehr dafür eingesetzt haben und wo wir gegenwärtig die Situation haben, dass Menschen wirklich daran geglaubt haben, an diesen Prozessen auf einmal alleine gelassen werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Problem. Auf der anderen Seite, und das haben wir für Kundus sehr detailliert untersucht, hatten wir mehrere Doktorarbeiten, muss man sagen, dass das NSP-Projekt häufig auch naja, das war so ein bisschen was, die GIZ gekommen mit der Idee und hat sozusagen dann gerade diejenigen nach vorne geschickt, die gerade gepasst haben. Das heißt, wir haben häufig sozusagen, können an sich sehen, dass diese Entwicklungsräte aufgebaut wurden, sobald das Geld nicht mehr flossend zu eingestellt wurden. Oder was wir häufig aussehen konnten, so ein Institutional Shopping, dass wir so verschiedene Akteure haben, die gerade mal, wo das Geld herkommt, sich dem bedient haben, wo sozusagen der gesamte Entwicklungsprozess gar nicht als solcher aufgenommen wurde. Deswegen würde ich sagen, da wirklich Licht und Schatten. In einer gewissen Weise etwas Interessantes, vergleichbar mit ersten Hälfte der 80er Jahre, mit der Sowjetisierung, wo auch davon einige Sachen geblieben sind. Bis heute finden Sie hier und da noch einige Aspekte davon. Andere Aspekte sind völlig gegangen. Ich meine, auch hier wieder ist man der enorme Ambition und hat am Anfang wahnsinnig viel Geld in das Land hineingepumpt zur Entwicklung, hat aber gar nicht die Absorptionskräfte gehabt, die wirklich das hätten aufnehmen können, um damit was Positives machen zu können. Deswegen glaube ich, bin ich bei dem Thema Entwicklungspolitik, ich sehe es wirklich nicht ganz so positiv, aber wie gesagt, sehr stark auf der lokalen Ebene muss man sehen, was funktioniert hat und was nicht. Aber da darf man nicht nur die Provinz Kundus nehmen und Nein. nicht nur die GIZ, es war nicht. Nein, richtig. Ich glaube, da können wir uns nachher drüber unterhalten, auch bei der Welthungerhilfe. Ich bin selbst im Präsidium der Welthungerhilfe in Nangarhar wieder, ganz anders als in Kundus oder in Tachar. Keine Frage. Ich sage schnell was zu der Frage, es geht ja um zwei Wahlkommissionen, die unabhängige Wahlkommission und die unabhängige Wahlbeschwerdekommission. Die sind die beiden letzten, die 2018er Wahl organisiert oder desorganisiert haben, sind alle rausgeworfen worden, die sitzen alle im Gefängnis, auch ein bisschen sehr pauschal, würde ich denken, was auch ein Licht auf Rule of Law in Afghanistan wirft. Dann hat man sozusagen alle die Kandidaten für die Präsidentenwahl, das waren sehr viel mehr, am Anfang zusammengenommen und hat aus deren Reihen und auch aus der Zivilgesellschaft Kandidaten und Kandidatinnen angefordert und hat dann eine interne Wahl gemacht. Also es war sehr viel demokratischer und sicher auch pluralistischer, als es vorher der Fall war. Aber wie gesagt, auch die Leute sind natürlich nicht bar oder können sich nicht außerhalb politischen Einflusses stellen und haben da ziemlich zu kämpfen. Und deswegen brauchen die auch die Unterstützung der Internationalen. Ja, es sind wieder zwei internationale Mitglieder da auch mit drin, aber von denen hat man relativ wenig gehört, was sicher auch damit zu tun hat, dass nachher dann, wenn es dann zu Krisenerscheinungen kommt, häufig die Internationalen dann zu Sündenböcken gemacht werden. Und die UN möchte sich natürlich das dann auch nicht anziehen.
Man hätte sich da auch ein bisschen mehr Wirkung auch gewünscht, ist ja was meine Einschätzung. Was die Entwicklungsforschung anbetrifft, war die Frage ja, warum machen die politischen Analysten das nicht? Also er macht's, ich ziehe mir den Schuh auch nicht an. Wir haben da sicher auch Defizite und wir reden da nicht nur über Deutschland, aber es gibt da schon, glaube ich, Analysen und wenn man sich die wirklich großen Zahlen ansieht, dass zum Beispiel der Anteil der Bevölkerung Afghanistans, der wieder unter der Armutsgrenze jetzt lebt, also nach den letzten Zahlen, die vorliegen, mit 54,5% höher ist als 2003. Es gibt nicht für jedes Jahr Zahlenangaben in Afghanistan, also 2003, zwei Jahre nach den Taliban liegt, dann kann man ungefähr die Gesamtwirkung der Entwicklungszusammenarbeit für Afghanistan ablesen. Nämlich, es hat mal eine Besserung gegeben. Das Leben für viele Menschen dort hat sich zeitweise geändert und ist jetzt wieder da, wie es kurz nach den Taliban war. Das ist nicht gerade eine Erfolgsbilanz. Und außerdem muss man natürlich auch, nee, der Punkt, den ich noch machen wollte, ist, was wir bräuchten, ist erstmal, dass die Bundesregierung uns erzählt, was sie eigentlich in Afghanistan gemacht hat. Da fehlt bisher jegliche Berichterstattung und Evaluierung umfassender Art, wie es andere Länder, Schweden, Norwegen, gemacht haben, die Amerikaner auf andere Art und Weise durch ihren Special Inspector. Und dann können wir darüber reden, weil wir kennen ja noch nicht mal die offiziellen Zahlen, die es insgesamt gegeben hat, weil da offensichtlich auch die Befürchtung ist, dass da ein paar Dinge ans Licht kommen könnten, die vielleicht doch nicht so super gelaufen sind. Und letzter Punkt dazu, der letzte Fortschrittsbericht der Bundesregierung, der ist von, keine Ahnung, kann ich höchstens 2012 oder 2014 oder so, da steht drin, ja, es hat Fortschritte in Afghanistan gegeben, aber niemand kann sagen, ob die Entwicklung sustainable, nachhaltig sein wird. Das ist für mich auch ein ziemlich vernichtendes Urteil von einer Stelle, die ja in der Regel etwas positiver berichtet, als was die Realität ist. Ja, gut, ich möchte zur Entwicklungspolitik, Frau Dr. Bögel, ich hatte die Ehre, mit ihr mal zusammenzuarbeiten und sie ist immer kritisch und das ist gut so. Der Punkt ist einfach, wenn es um Entwicklung geht, ist wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken, das sollte nicht sein. Also es ist viel geschehen, aber einiges fehlt noch und es ist eine Menge. Ja, nicht nur die internationale Gemeinschaft sollte mal wirklich nach 18 Jahren evaluieren, was denn gut gelaufen ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich war in dem Bereich Energie. 2002 hatten ungefähr 3-5% der Afghanen Zugang zu Strom. Heute sind wir bei 35-36%. Ja? Man kann natürlich sagen, dass da natürlich Entwicklungsbedarf ist in den nächsten Jahren. In der Tat, dass wir natürlich unsere eigenen Ressourcen nutzen. Wir kaufen mehr als ungefähr 220 Millionen im Jahr Strom aus den zentralasiatischen Ländern ein. Ist das sustainable oder nicht? Ja, was ist denn die ganzen Dieselreaktoren, die aufgebaut wurden für 330 Millionen in Kabul, die keiner nutzt? Es gibt viele Punkte, aber die Fragestellung ist, sollten wir nicht nach 18 Jahren eine ganzheitliche Evaluierung der Situation, eine Bilanzierung durchführen und hier nicht nur die internationale Gemeinschaft, sondern auch die afghanische Regierung. Und die Frage, die zentrale Fragestellung sollte sein, wann und wie kriegen wir dieses Land dahin, dass das Land ihr eigenes Budget sicherstellt. Weil ich denke, für die nächsten 15 Jahre wird die internationale Gemeinschaft, der deutsche und der amerikanische Steuerzahler auch nicht mehr bereit sein, dieses Land zu finanzieren. Und das ist nicht nachhaltig. Aber wir müssen uns den Schuh anziehen, dass wir über ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell in Afghanistan nicht nachgedacht haben. Und die afghanische Regierung, ich war im Finanzministerium, die verwalten das Geld in Afghanistan. Ich habe es auch dort erkannt, dass man immer noch diesen Eindruck hat, ja, das Geld kommt ja noch. Aber was passiert nach 2020? Da haben wir momentan keine Commitments. Und wir sollten wirklich mit einem kritischen Auge die Situation beobachten. Und die zentrale Frage sollte sein, wie können wir Afghanistan in den nächsten 10-15 Jahren ein Modell entwickeln, was Afghanistan auf die eigenen Beine bringt. Weil das, was geschehen ist, ist gut, da hat man eine Basis gelegt, aber es muss sehr viel getan werden, damit das Land das eigene Budget, auch eventuelle zukünftige Wahlen selber wirklich aus eigener Tasche finanziert. Danke.
Dankeschön. Weil wir ein bisschen später angefangen haben, haben wir jetzt noch ein paar Minuten Verlängerung. Das reicht noch für eine Fragerunde, wenn Sie sich alle kurz fassen. Also es gab hier vorne vorhin schon eine Meldung, dann Sie und dann Sie. Ich weiß nicht, wenn Sie den Herrn in der ersten Reihe? Auch okay. Nee. Bitte. Yeah. Hello everyone, thank you. This was a very good discussion, but I think the concentration on the politics is less than development, because I think what's driven Afghanistan into this situation is the political disparity in the country. Afghans have, I think, to me, to my personal view, the biggest problem in Afghanistan is the political disparity, which has brought all this insecurity. Even the government hasn't managed to repair the election processes and pay attention to that. And even if you're talking about the post-election and even current situation, we are talking about the core government disparity. The main problem is there, and I think the discussion should concentrate on this aspect, which has brought all these problems, and if there has been problems, it's not being solved. I will thank if the rest of time would be dedicated to this and if there's any way out of this big problem. Thank you. Dankeschön. Der Herr in der ersten Reihe hatte sich vorhin schon gemeldet. Thank you, and thank you for quite different and very interesting contributions. One perspective on what's played out over the last almost 1 year is that it's been a confrontation between those wanting to enter directly into peace negotiations with the Taliban and those wanting elections in order to get a new government in place. Whether all of those wanting a new government in place really are genuine about wanting a government that is capable of negotiating with the Taliban is an open question. I think that varies. That then begs the question as to, assuming we think a peace process with the Taliban is the desired way forward, what government constellation would be the one that is best suited for seriously engaging in that? Dankeschön. Der Herr ganz links von mir aus, der hat sich schon sehr früh gemeldet. Mein Name ist Sauer und ich habe zwei kurze Fragen. Erste Frage ist wegen Wahl. In Afghanistan leben 34 Millionen Leute. Und in dieser Wahl über 1 Million Leute teilgenommen. Die Frage ist, wie sehen Sie das? Zweite Frage wegen Frieden in Afghanistan. US redet mit Taliban und Taliban akzeptiert nicht die afghanische Regierung, immer noch. Und über 40 Jahre leidet das afghanische Volk und gibt es weiter Krieg. Ich weiß es nicht, wann endet dieses Krieg und von wo kriegt die Taliban Waffe, Geld und wie kann Taliban gegen alle internationalen Truppen und afghanische Armee kämpfen. Danke sehr. Dankeschön. Masu Karuka, can you say something on this? Oh yeah. First of all, I will start somewhere else. The question regarding foreign funding to Afghanistan or development aid, I would say a certain part of the military aid that has been coming to Afghanistan or money for stabilization. One thing that it has achieved is that most of our 80s and 90s warlords who inherited and are now political leaders are not going to fight anymore because they're so rich and they have no properties in Afghanistan and outside Afghanistan. There's no way they're going to fight anymore. So I think all this hustle you hear on radio and TV that we will do this if the election happens, I think most of them have a lot of assets that they will not gamble. Because of certain election results, because their political careers in the long run have, they have many, many other opportunities as well.
So I think one change has happened is that most of them are now dealing with financial figures which they have never dreamed of before. And I hope the peace deal, I think what the, one of the hunches on the Taliban side is that what did we get? Everything went to so-called post 2001, our opponents, which we were fighting in the field, have become so rich and they have so many things. I think one of the things they want from the international community is a share of the pie, so that they also become rich and they also enjoy the same privileges. So I think, I personally think that the peace deal, the political future, the military side, they will win, but I think the political legacy of the Taliban is still a big question mark for me, how they will sustain their political legitimacy post the peace deal. In terms of questions, yes, I think the Afghan election results show to us, to my brother sitting in the corner, is that the turnout is so low that any candidate who even wins in the first round will have a low political legitimacy. And even if they again form a coalition government, they will both have a low legitimacy. So unfortunately, there's no way out of that. Unless there's a second round and by miracle, we have 4 million people voting, and there's no guarantee that again, a lot of people will vote. So I think for me as an Afghan, the part that sort of makes me sad about this low turnout is that this makes our bargaining position with the Taliban weak. And for the protection of the gains of the last 18, 19 years will be very difficult because they'll say, look, very little number of people showed up. But nonetheless, still people showed up. Anyways, the political legitimacy of any future government, especially when dealing with the peace talks and what kind of a 15-member or 20-member delegation they put together will be a problem. And in terms of funding, I think there's a lot of resources within Afghanistan, like the drug trade. Nobody talks about the drug trade and how it's financing this. And even a peace deal doesn't mean that into all our problems. It's a huge, resource. I think Mr. Shehzad, who is here, was deputy minister of counter-narcotics for in the previous government. And narcotics or poppy culture, now Afghanistan, I think, has more addicts than ever it had before in its history. And also the problem of organized crime, which is dealing with the drug trade, which sort of feeds the Taliban and other criminal groups, still exists. And even other transnational terrorist groups sort of take advantage of this trade. And it's not limited within to the Afghan border. So I think sometimes, again, peace deal sometimes is seen in a very oversimplified way. I think the peace deal will have a lot of other elements that needs to be discussed and evaluated and how they're done. So one of the key resources, the other is also taxation. They're taxing local NGOs, they're taxing local Afghan population in rural areas. If you're a shepherd in a Taliban-controlled area and you have 50 goats, a certain amount of your goats go to the Taliban every year in Ushur and Zakat and things like this. So the Taliban are actually taxing the local population, plus they are taxing any commercial or development or service delivery which is happening in those areas, whether it's, I know Afghan colleagues which are working in the health sector, they have to provide services to the Taliban, otherwise they will shut down their operations. Or they have to hire a certain number of their staff or the Taliban in their own workforce, especially working in areas under their control. So there's ample opportunities for the Taliban to find funding locally, but of course that doesn't mean that they don't get money from outside as well. And yes, the big question mark, if you listen to any Afghan, they say this is not our war, this war has been imposed upon us, and we have nothing to do with this conflict. And of course, we feel a victim. But I think sometimes we play this victim role too much. I think somehow we have to find now a solution because the international community has done what it could do for us. I think now the time has come that how our Afghans, I mean, I know this is like a prayer, how we manage our election commission problems, you know, we declare a winner or we create a, why do we need John Kerry to make another coalition government? It can be, we are top-notch in conflict resolution as a society. We have Jirgas, we have Shuras, we're very good in this conflict mediation and fighting in the middle ground. So I think, I hope that one of the other things which I would like to say about the elections is that some of the ethnic power banks have been broken this time. That you could see cracks in it. It doesn't mean that you belong to a certain ethnic group and you only vote in that direction. We saw some cross-fertilization, different people voting based on the mandate of a particular. It's still small, but I think with
passage of time, let's say another three or four presidential election, I think the Afghan voting style of and habit will change. And this time, as I said, around the peace process, I wouldn't really call it a peace process, but these Doha and Moscow and whatever conferences that are happening are not Afghan-owned. These are an elite, international-driven program. There is no yet a peace process. Let me put it clearly like that. Whenever there is an Afghan peace process in which you and I know what's going on, then we can sort of comment on it, what is really happening. So for that matter, I think sometimes we talk about the peace process as if everything is done and we are right there. I think the intra-Afghan dialogue, till it has not started, for me at least, the peace process has not started. So the China event will be another symbolic, like the last Doha meeting. I personally feel like not much a big breakthrough. I hope there is a breakthrough, but so that so the Afghan in district, in provinces, and in Kabul can participate. One last point which I would like to make about civil society. Civil society phenomena actually started post-2001 as an international intervention and support in the form of NGOs. This is very true. But if you now look at Afghan countryside, there are many social organizations of youth clubs, of poetry clubs, of youth monitoring the local education facilities because education is not working, criticizing their own parliamentarians or criticizing the local government officials. So this watchdog or asking questions about government officials, which was never in our history. You could not ask a government official if they did something wrong. So this culture of asking questions or you know, not trusting everything the government says, this kind of reality has come in our country. Nobody has to respect anybody because he's a governor or he's a minister. So that has helped. Yes, our parliament has the issues of not good representation. Some of our ministers are not very good, but some are good. We cannot put all of them sort of in the one basket. So I think, as I said, if you look at support to Afghanistan, we always been state building has happening in Afghanistan based on international timeline. So what, when does the election in Washington happens or what the German government is thinking, it's not based on the rhythm or what how the Afghan process has been going. And all the time, the goals have been very short term. If you look at the development of the Afghan National Security Forces, it came very late in the process. It was never properly done in the early stages. Democracy, I remember the first time the elections happened under the UN, I remember everybody was saying that I have won in Paktia. I remember all the candidates say we have won, but this UN took money and increased the zeros of so-and-so candidate. So even the UN was blamed. And I don't think so if we had, as Thomas said, if we, yes, we create this scapegoat scenario all the time. But at the same time, I wish that the, around this time, if we leave it like this, the way the IEC and ECC is going, it needs some sort of a political backing. I think it, somehow this drama has to come to a stop, and somehow the biometric versus the fraudulent votes has there has to be a scoreboard. It cannot be that everybody has won or everybody has lost. Thank you. Thank you, Masud Karokail. Vielen Dank auch an Konrad Schetter, an Alias Wardak und an Thomas Ruttig. Wir machen jetzt eine Pause bis 11.30 Uhr. Danach geht es weiter mit dem zweiten Panel zu den Friedensverhandlungen mit einem etwas weniger unglücklichen Genderverhältnis. Bis gleich.